Sehe ich mich hier noch ein bisschen um, bevor ich da hingehe. Hier drüben noch ein paar Wege sind. Beziehungsweise ein Weg ist hier noch. Oh. Da komme ich nicht vorbei. Und da haben wir einen Kommando. Das müsste eigentlich relativ einfach zu fangen sein. Glamour zittert, wenn es Feuer spuckt. Ein sehr vitaler Anblick. Ja. Dann. Aber es ist trotzdem ein Ding. So kommen ja nicht so viele Feuer-Pokémon im Team. Das ist eigentlich etwas, was mir nicht so gefällt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Hm. Ja, na gut, mal schauen, vielleicht hat der einen ganzen Pokémon. Na sowas. Wenn das mal nicht die Katastrophen meine Gänge ist. Meine Gänge, das klingt nicht cool genug. Vielleicht gibt das Kappa-Gang. Interessiert ja auch niemanden. Wenn ich. Was euch loben. Unser Boss ist wirklich zufrieden mit euch. Was? Was sag ich da? Er ist überaus zufrieden. Ihr habt eine wichtige Rolle bei diesem Test unserer neuen Funcoms gespielt. Aber jetzt ist eure Aufgabe anders. Wenn ihr hier weit herumwuselt, wird der Boss euch aus Versehen noch platt. Was soll denn dieser Blick? Ich zeig's. Natürlich ist Björn. Zeit zum Arbeiten. Na der King. Hau diese Clowns um. Dann bekommen wir vom Boss vielleicht einen extra Lob. Attacking, okay. Was macht Boah eigentlich nochmal? Ich hab's vergessen. Stimmt, Boah macht extra Schaden. Das klappt mal wieder ganz gut. Also für meinen Gegner, nicht für mich. Ist zu stark. Okay, Lethal King. Das wird ein schwieriger Kampf. Vor allem weiß ich gerade nicht, was stark gegen Lethal King ist. Ich glaube nichts. Also nichts, was ich dabei habe. Naja. Wissen wir, dass der Boss stolz auf uns ist. Hm. Ja, ich weiß natürlich nicht, was Lick Tacking eigentlich für ein Typ ist. Pokémon-Typ, so.
Ja, und ich bringe auch genauso wenig wie alles andere. Ja, das wird ein schwieriger Kampf. Hey, wir haben ja alle Zeit zu wild. Ich meine, wir haben nur einen brodelnden Vulkan. Als wissen wir wenigstens, Unlicht ist nicht the way to go. Ich kann den Kampf eigentlich schon fast vergessen. Ich weiß nicht, was für ein Pokémon ich bräuchte. Ich weiß gerade nicht mal, was das Latiking für ein Typ ist. Wahrscheinlich Boden. Wahrscheinlich vom Typ Boden. Okay. Weil es wirklich vom Typ Boden ist, kann ich ja Büchern holen vielleicht. Obwohl, nee, ist doch Quatsch. Ich bräuchte Wasser-Pokémon. Aber hier dran Wasser-Pokémon zu finden, ist halt unmöglich. Mein Vulkan ist kein einziges Wasser-Pokémon mehr. Oder vielleicht ja doch. Moment, da haben wir noch einen Weg, den ich vielleicht öffnen kann. Vielleicht haben wir einen Weg. Das wird nicht so viel bringen. Ich wollte gerade das Pokémon tauschen. Hier war ja die Wasserprüfung. Mit den ganzen Gyarados. Speichern. Oh, schauen. Ob ich hier noch. Oh. Oder auch nicht. Hören wir hier einen Gewaltruf von Tangela. Mensch, das ist schon wieder gut fangen. Yes.
Es ist geflüchtet. Wow. Das von mir so auch nicht. Kampfschüsse nicht berücksichtigt. Das Waldro könnte ich noch gebrauchen. Ich sei mal ohne das Zangile bekommen. So. Ey, es gibt doch nicht. Wieso muss das Pokémon so unnötig sein? Du kannst nicht so einfach so in den Magma oder so zu fangen. Das ist einfach wie ein Fritzelblitz. So, such es nochmal. Vielleicht bekomme ich es jetzt mal alleine. Das macht es nicht deutlich angenehmer. Doch nicht. Ich hatte es gerade. Geht doch. So. Ich war noch jetzt mit Blättern an den Namen ziemlich alles auf. Genau den Angriff wollte ich. Das wollte ich gar nicht. Also die Fähigkeit. Okay. Der wird damit nicht noch in einen anderen Bereich kommen können. Wo ich schon fünfmal gefragt habe, wie ich da hinkomme. Aber jetzt macht es natürlich Sinn. Und hier haben wir natürlich was zu Pokémon. Okay. Also doch. Wir haben doch eine Möglichkeit. Wir haben eine Möglichkeit, wir werden was zu Pokémon kommen. Deutlich angenehmer.
Okay. So, haben wir zwei Wasser-Pokémon. Sollten hoffentlich reichen. Ich hoffe es mal. Ich fürchte ja eher weniger. Aber ein Versuch ist wert. Nein, mehr kann ich hier nicht machen aus der Versuchung. Ich könnte es auch mit Pflanzen-Pokémon versuchen. Ich glaube, das ist sehr aktiv gegen das Ding. Dann zumindest ein kleines bisschen effektiver. Weil es wirklich von Bodentyp ist. Oder Gesteintyp. Der ist nächstes. Ich weiß ja nicht mal, welcher Typ das Ding hat. Ich bräuchte noch ein... Nicht das Georock. Sieht alles aus, das Georock. Doof, dass ich so gebraucht habe. Das war's richtig wohl denn so. Das andere war das ist doof. Das war glaube ich das andere. Egal. Ja, Björn. Nerv mich ein bisschen weniger. Suchen wir es mit Wasser. Okay, das ist auch nicht so effektiv dagegen. Ich glaube, es ist von Typ normal. Ist ausgereicht. Das ist das Einzige, was zählt. Ja, Gruppe normal. Letterkring erzeugt Beam, in denen es mit den Handflächen auf den Boden schlägt. Liegt. So viel zum Thema Extraluf. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich habe euch aufgehalten, meine Arbeit ist getan. Der Boss ist. Der Panzer im Bereich. Das Experiment ist aber schon längst beendet. Und ja, hier gibt's Rüdels. Wenn es bebt vor, ist der Beweis. Ihr konntet es nicht stoppen. Man sieht sich. Okay. Ja, dann speichern bitte.